Meine Damen und Herren, Cassini! Und liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu 48.1 der Musik, des Musikmagazins im Bürgerhaus Bennohaus in Münster. Jetzt sind wir ein bisschen im neuen Gewand unterwegs. Ich sag mal Hallo an euch alle. Hallo. Wir sind jetzt wahrscheinlich die gastfreundlichste Band, Magazin, wie auch immer, der Welt, weil ihr seid jetzt zu Gast, ihr seid generell komplett in der kompletten Sendung jetzt zu Gast. Und insgesamt war das jetzt einer von 4 Songs und ich würde sagen, ich will jetzt nicht zu lange labern, obwohl es jetzt die erste große Show ist. Und wir gehen mal rüber und talken ein bisschen. Sehr gerne. Komm rüber. Cassini, schön, dass ihr da seid. Sehr geil, dass ihr gekommen seid. Cassini, direkt mal zum Namen. Ich bin immer sehr begeistert von Namen. Was genau das heißt, ich lese es nicht für die Nachrichten, aber es hat irgendwas mit dem Weltall zu tun, ne? Irgendeine Sonde oder irgendein... Ja, das ist richtig, genau. Es gab also eine Sonde Cassini, die ja vor kurzem auf dem Saturn zur Zerstörung gebracht wurde. Aber eigentlich ging es uns da nicht drum. Es ging uns nicht unbedingt um die Sonde, sondern vielmehr um den Astronomen Cassini. Also, ach, der Typ, es geht genau. Um einen Typen. Ja, genau. Nachdem auch die Raumsonde benannt ist und der hat eben eine Theorie aufgestellt, wie unser Mond entstanden sein könnte. Und weil wir einen Song haben, der sich so ein bisschen mit dem Mond beschäftigt, sind wir dann irgendwie zu diesem Namen gekommen. Ja. Krass. Wie lange gibt es euch schon? Euch gibt es noch nicht so lange, ne? Es ist jetzt ein halbes Jahr, schätze ich mal, vielleicht ein Jahr. Wie lange gibt es uns, Leute? Ich glaube, so ist ja immer eine Frage, ab wann man zählt bei einer Band. Ab dem Moment, wo sie zum ersten Mal zusammen probt oder wo das, man zum das ersten ist schon, Mal auftritt. Das ist schon mal eine gute Frage, ne? Vielleicht, nachdem man... Weiß nicht, wann habt ihr euch euren Namen gegeben? Zum Beispiel? Ich glaube, das ist dann so ich glaube, da hatten wir sogar schon fast einen Auftritt. Nee. Also es war sehr schwer und es hat sehr lange gedauert. Also ich würde sagen, so, man könnte von August reden, oder? August seit letztes Jahr. Seit August. Mit dem wir komplett sind. Genau. Ja. Jetzt habt ihr auch schon 4 Songs und mehr wahrscheinlich auch noch, ne? Ihr müsst es euch wahrscheinlich aussuchen, welche Songs ihr hier spielt, richtig? Ja. Ja? Ja, da haben wir vorher uns überlegt, perfekt, was wir euch heute präsentieren wollen, genau. Ja, ich persönlich, ich hatte mal eine Band, wir hatten schon 5 Songs und noch keinen Namen. Waren wir dann schon eine Band? Eigentlich nicht, ne? Nach der Definition eigentlich nicht. Oh, Band ist Band. Ja. Band ist Band ist Band. Band muss man auch nicht so genau definieren, ja, ne? Die Sache mit dem Namen. Das ist ja auch so. Ist ja sowieso immer schwierig. Also wenn man eine Band sein will, ist man eine Band, glaube ich. Glaube ich auch. Es geht um den Geist, um den guten Geist der Band, ne? Was? Mikro? Das passt. Ich kann das Mikro nicht halten. Das Geile ist, wir als Musikmagazin, wir gehen davon aus, dass die Gäste wissen, wie man ein Mikro hält. Weil das ist ganz witzig, weil manche Leute, darf ich mal? Manche Leute, die halten das tatsächlich so. So als wäre es so ein Zauberstab und die ganze Scheibe geht so drumherum und das ist unfassbar. Ja, der drumherum und nichts geht da rein. Aber die Frage war gerade, wie machst du das eigentlich ohne Mikrofon? Ich habe hier ein Wireless Lavalier. Ist das nicht krass? Ja. Das ist die höchste Technologie, die es überhaupt gibt. Das ist ein ganz, ganz Mikrofon. Ein sehr mikrofonfreundliches Mikrofon. Ja, genau. Und es klingt nicht so gut wie euer, muss ich mal sagen, aber es macht den Job, ne? Ne, Leute? Macht den Job. Ist cool auf jeden Fall. Ja. Ist auf jeden Fall cool, ja. Ich will nichts daran anhalten. Ich habe mich überlegt, dass ich vielleicht auch ein Mikrofon habe, aber nee. Gut. Muss ich auch, ja, also da ist die Aufnahmeleitung, sagt mir schon, jetzt ist erstmal Schluss. Aber wir haben ja auch Beiträge. Wir sind ja nicht 48.1, wenn wir nicht auch Beiträge hätten. Wir sind ja immer noch ein Musikmagazin. Im Bürgerfernsehen und deswegen haben wir euch wunderbare Beiträge vorbereitet. Und der erste handelt von Mr. Me. Kennt ihr den? Nein. Ist ein Singer-Songwriter. Der mischt so ein bisschen Singer-Songwriter-Pop mit Hip-Hop auch ein bisschen. Und wir waren in der Sputnik-Halle, Güler war unterwegs und hat ein bisschen mit dem getalkt. Und er hat sogar zurückgetalkt. Muss man ihm lassen. Mit seinem Debütalbum Zeit bleibt Zeit tourt der Singer-Songwriter Micha Meißner alias Mr. Me gerade durch die Städte und erfreut seine Fans mit deutschsprachigem Pop, einer Mischung aus Hip-Hop und akustischen Pop-Elementen. Mit Texten, die über die Oberfläche hinausgehen. Am 30.11.2017 gab der Newcomer auch in der Sputnik-Halle in Münster ein Konzert. Wir haben ihn gefragt, wie ein Lied in der Band entsteht. Von der Inspiration über den Text bis hin zum fertigen Song. Mit viel Zeit auf jeden Fall. Das ist so für mich ein großer Indikator. Das geht eigentlich meistens los, dass ich sammle eigentlich grundsätzlich jeden Tag Worte, Sätze, Themen auch. Ich lese viel, gucke mir viel zeitpolitische Sachen an, so was so gerade los ist gesellschaftlich.
bastel daraus dann roten Faden und irgendwann geht es dann so ein bisschen ins Studio, dass man sagt, okay, heute machen wir aus diesem roten Faden erstmal einen Status Quo und dann machen dann einen Song. Uns hat interessiert, wie er seine Balance findet, zum Beispiel nach stressigen Auftritten und Touren. Ich finde, glaube ich, nicht so richtig Balance und ich weiß auch gar nicht so richtig, ob ich die finden will, weil ich das bei mir festgestellt habe, dass durch genau so eine fehlende Balance eigentlich gut Themen sich entwickeln für Songs. Also nach Tour bin ich erstmal auf jeden Fall 5, 6, 7 Tage also komplett erstmal isoliert und mache erstmal komplett mein Ding und muss erstmal wieder zurückfinden ins normale Leben, sag ich mal. Und diese Leere, die dabei aber entsteht, ist eigentlich ein total toller Inspirationsfaktor, zum Beispiel um Songs zu schreiben. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Dankeschön. Aeroplane.
Da sind wir wieder. Ich gehe mal direkt mit der ganz krassen Standard-Question zu euch. Inspiration. Habt ihr eine große Muse? Tja, also wir haben ja alle schon vorher auch in Bands gespielt. Vielleicht sind das dann die größten Vorbilder. Ach so, also eure alten Bands. Wie ist ein Vorbild von uns? Ja, also kommt dann jetzt vielleicht, also jeder bringt ja so ein bisschen auch das rein, was er vorher schon gemacht hat. Mhm. Was? Das ist ja ganz witzig, weil vor 3 Jahren mit euch beiden habe ich einen Beitrag gemacht. Das war hier in dieser Stelle, die ich hier habe, war das, glaube ich, mein 2. Beitrag überhaupt. Das war eure alte Band Feed the Ghost. Wie geht's der Band? Ihr seid noch da. Ihr nicht mehr. Und du hast vor allem deine Position gewechselt. Also du machst gleich auch noch einen Song, wo du auch Schlagzeug spielst. Ne? Hast du schon lange was gespielt? Oder, Ja, genau. Also erstmal, wir sind noch da mit Feed the Ghost, theoretisch. Wir haben es jetzt nicht aufgelöst oder so, aber muss man dann zeitlich erstmal alles hinkriegen. Also der Plan ist, dass wir uns nochmal treffen und vielleicht auch nochmal ein paar Shows spielen. Ja. Aber wir machen jetzt gerade irgendwie kein neues Album und das ist erstmal so ein bisschen auf Eis gelegt, auf jeden Fall das Projekt. Ja. Und deswegen haben wir jetzt die neue Kapelle und genau, ich habe vorher Schlagzeug gespielt, ja, Bass, ich habe eigentlich spiele ich Gitarre. Ja. Und dann dachte ich mir, Bass ist auch nicht schlecht, also es ist unterschätzt, ne? Ist alles gut, Bass, ne? Ist ein gutes Instrument. Also jetzt Hauptband, bei euch auch, wenn ihr euch eure alten Bands jetzt, ist jetzt vor allem diese Band, Cassini, ist jetzt euer Ding, ne? Ja, mehr Zeit hat man ja auch nicht. Ja, eben. Ist ja auch, ich erkannte mal einen Typen, der waren 7 Bands. Okay. 7. Der ist zu uns gekommen als Bassist und der hat gesagt, ja, das ist meine 7. Band so. Ich probiere jeden Tag mit einer anderen Band. Ich habe nur einmal eine Woche Zeit. Ich habe halt Freitagszeit. What? Ja, wenn man davon leben kann, dann geht das ja bestimmt auch. Ich weiß nicht, also man kann ja nicht dann, man muss ja irgendwie auch eine Band haben, so. Also eine wirklich eine Hauptband, weil sonst kann man sich gar nicht konzentrieren, ne? Es ist ja irgendwie, kann man sich überhaupt alle Songs merken? Das ist die Frage, die ich dann stelle, ne? Aber naja. War das ein Schlagzeuger? Darf ich raten, war das ein Schlagzeuger? Nee, Bassist. Tatsächlich ein Bassist? Tatsächlich ein Bassist, ja. Ja, Bass. Menschen gibt's. Düm, das reicht. Menschen gibt's, ey. Naja, wir haben noch einen geilen Beitrag für euch. Und zwar, Viktor war bei der Musik- und Tanztherapie hier in Münster. Wurde sowas mal gebraucht? Kann man immer gebrauchen. Wenn Therapie, dann Tanztherapie und Musiktherapie, oder? Also wir machen auch Therapie, wir bieten das auch an. Also das ist im Prinzip, ist das wer zu unseren Konzerten kommt, wird auch therapeutisch behandelt im Prinzip. Ja. Nicht schlecht, auch Backstage dann vielleicht. Auch Backstage. Ne? Ist ja so ein Vorher und Nachher dann mehr. Vielleicht ein paar Stunden. Ne? Auch in Liedtexten wahrscheinlich dann auch. Erst so ganz so versteckte Liedtexten, versteckte Botschaften, die Leute so ein bisschen aufmuntern oder so wahrscheinlich dann. Oder was. Eh schon. Macht mal sowas. Und wir gucken jetzt den Beitrag an, bitteschön. Wir befinden uns nun in Münster-Mecklenbeck. Hier treffen wir heute Professor Dr. Dr. Hörmann und Professor Dr. Yolanda Bertolaso. Von ihnen möchte ich etwas über Musik- und Tanztherapie erfahren. Das ist das Akademiegebäude des Berufsverbands für künstlerische Therapien. Und künstlerische Therapien, darunter versteht man hauptsächlich natürlich Musik, Tanz und Kunsttherapie. Und das bieten wir an mit Schwerpunkt Musik- und Tanztherapie. Und die Musiktherapie ist natürlich dadurch, dass sie wieder Tanz mit der Zeit zu tun hat, verwandt mit dem Tanz. Tanz ohne Musik, wer macht das schon? Klingt logisch, aber was ist Musik- und Tanztherapie denn eigentlich genau? Unser Ansatz hier geht von der Musikpsychologie aus. Das Musikpsychologie ist die Lehre von der Wirkung von Musik. Und das ist ein naturwissenschaftlicher Ansatz, wo wir genau erklären und diagnostizieren können, was wir tun. Eine Musiktherapie ist das, was wir darunter verstehen, ist die Menschen zu ihrem eigenen persönlichen Selbst zu bringen durch ihr eigenes persönliches Klangprodukt, künstlerisches Klangprodukt. Mit was für Problemen kommen die Menschen zu Ihnen? Ja, die meisten kommen mit Depressionen, schwersten. Das ist die Krankheit unserer Zeit. Burnout kommt auch bei Jugendlichen, ADHS, gell? Und dann noch spezielle. Aber das sind so die hauptsächlichen Probleme. Und wie gestaltet sich so eine Therapie? Was für Mittel oder Methoden werden angewendet?
Ja, zuerst müssen wir feststellen, ob die Musiktherapie für die Person überhaupt geeignet ist. Und da gibt es ganz einfache Technik, nämlich das Wichtigste in der Musik ist die Zeit und die strukturierte Zeit ist die Trommel, ist der Puls, so wie sein eigener Puls er wahrnimmt und dann mitzählt. Oh, ich verrate meinen Puls. Aber so gehen wir zunächst mal ran und der wird gespielt auf diesen Kongas, auf diesen Trommeln und dann sehen wir, ist er rhythmisch, ist er unrhythmisch, das ist das eine. Dann hören wir Musik und dann fragen wir, können Sie den Puls schlagen? Hauptsächlich versteht man das Tun, das Improvisieren mit irgendwelchen Instrumenten, in denen die Leute gar nicht ausgebildet sind. Die wenigsten Patienten haben eine Ahnung, wie man so ein Instrument spielt. Und da kommen sie, und das ist eigentlich ein bisschen verrückt, sie kommen in die Musiktherapie, wo sie wissen, dass da musiziert wird und spielen überhaupt kein Instrument. Und das ist die Aufgabe, sofort die Leute zum Musizieren zu bringen und nicht zum Klimpern. Und da muss man ihnen eben erstmal ein bisschen Rhythmik beibringen, wie die Instrumente funktionieren, vielleicht auch melodisch ein bisschen was an die Hand geben, dass sie überhaupt erstmal arbeitsfähig sind. Denn nur auf den Instrumenten wie auf den Trommeln rumschlagen, das ist Krach und keine Musik. Und das bringt auch nichts. Weil das ist ja nicht nur ein Arbeiten mit etwas, es ist ja auch nur Kunst. Und Kunst macht Freude und soll auch Licht in die Seelen der Menschen bringen. Und soll sie wieder zu dem bringen, was sie eigentlich sind, zu ihrem eigentlichen Wesen. Die Psychologie früher hatte ja das Problem, dass sie, das heißt nicht früher, sondern die aktuelle Psychologie, die sich jetzt schon ein bisschen bessert, dass sie den Menschen immer nur wieder zu einem geräuschlos funktionierenden Rädchen im Getriebe der Gesellschaft machen will. Es geht da gar nicht so viel um den Einzelnen, sondern nur dazu, dass er wieder in der Spur läuft, auf Deutsch gesagt. Und wir möchten halt, dass er individuell zu sich selber kommt, weil nur wenn sie bei sich selbst sind, dann können sie auch glücklich sein und wirkliche Freude empfinden. Alles andere ist nur Betäubung. We'll be right back.
So, wir sind wieder da. Zukunft. Ich werfe mal jetzt einfach so ein Wort in den Raum. Geldanlage. Nee, Investment. Zinsen, Investment. Was anzahlen und dann kommt das Geld schon irgendwie, ne? Nee, was, wo seht ihr die Band in 5 Jahren? Aufgelöst. Ja, wir haben jetzt 2 Shows gespielt. Ich glaube, jetzt kommt da, also bald der Durchbruch. Ist das die 2. oder die 3? Ah, das wäre dann die 3. So, guck, das ist die 3. Und ja, also im Fernsehen, dann kann nichts mehr schief gehen. Habt ihr schon einen Gig jetzt noch geplant irgendwo? Ja, zufällig. Aber es ist wahrscheinlich zu spät, wenn es ausgestrahlt wird, ne? Oh, nö, ich weiß nicht, wenn es morgen übermorgen ist. Übermorgen. Nee, ist das sehr, okay. Wir spielen nochmal im Plan B jetzt. Übermorgen. Und wir spielen am 21.03., wenn das noch passt, im Babel. Ja. In was? In Babel in Münster. Kleine Kneipe auf der Ecke am Hansaring. Kennt das jemand hier? Babel? Ja. Ja. Kann er jeden Tag noch vorbei. Tonmann sagt ja, er fährt jeden Tag vorbei. Okay, alles klar. Ja, ist irgendwie. Geil. Ja. Nee, aber es ist doch cool. Alright. Aber habt ihr jetzt irgendwie, ist das jetzt ein richtig heftiges Projekt, was so richtig angeht? Wie manche Leute einfach wirklich dann voll durchstarten oder ist es jetzt ein bisschen so Hobby, ein bisschen Spiel? Ich glaube, die Zeit, dass man sowas macht, ist, also, dass man da jetzt utopische Vorstellungen hat, was daraus wird. Mhm. Ist wahrscheinlich auch ungesund, ne? Also so wirklich große Vorstellungen, große Ideen zu haben und so, wirklich einen Traum zu haben, also, man nimmt ja was kommt. Ja, irgendwie, ne? Also man kann ja alles, also man, ich glaube, man sollte einfach das annehmen, was auf uns zukommt, aber irgendwie, ich glaube, dass man, so jung sind wir jetzt auch nicht mehr, dass wir uns da jetzt irgendwie vorstellen, dass wir jetzt die großen, also es gibt ja eben nicht mehr so die großen Rockstar. In 2 Jahren Bands. Stadion. In 2 Jahren Stadion, das ist was, ne? Aber ein Album habt ihr wahrscheinlich dann geplant. Ich meine, ihr habt jetzt schon ein paar Songs für eine EP, reicht's auf jeden Fall. Ein Album habt ihr wahrscheinlich auch irgendwann geplant, ne? Also ein bisschen als Abschluss. Ich finde es immer geil, wenn man eine Band hat, eine neue, und dann einfach ein Album hat. Willst du das Album fertig machen, so, ne? Also wir sind gerade dabei, Aufnahmen zu machen. Mhm. Wir haben, wie viele Songs haben wir eingespielt? 7. 7. Also von Album ist vielleicht noch nicht die Rede. Ne? Es sind auch nicht alle, die wir so an Repertoire haben, die wir aufgenommen haben. Aber ja, da arbeiten wir gerade dran. Und Album ist noch nicht konkret geplant, aber wir denken schon dran. Das ist doch was. Nice. Als ich mit Fiese Ghost hier mit euch geredet habt, da war das dann so, dass ihr auch gesagt habt, ihr macht ein Album. Habt ihr gemacht. Ich hoffe, das Gleiche für euch. Und dann nie wieder gespielt. Dass es dann noch weitergeht, das wäre geil. Alright, also erstmal sage ich, geil, dass ihr da wart. Ihr spielt gleich noch einen Song für uns. Richtig cool. Und wir haben noch einen kleinen Beitrag für euch. Create and Connect Messe. Sagt euch wahrscheinlich was, ne? Oh ja. Genau. Wir waren da. Vom Münster Bandnetz organisiert. Ist das organisiert vom Münster Bandnetz? Weiß nicht. Vielleicht kommt es einen Beitrag vor. Vielleicht erfährt man da was davon. Ja, das war's jetzt erstmal mit 48.1, von mir jedenfalls. Und ihr spielt noch einen Song und dann kommt, was auch immer danach kommt. Auf YouTube kommen dann die Related-Videos und bei Innovision kommt dann der nächste große hier klicken. Irgendwas kommt dann bei Innovision, ne? Dem NRW-Bürgerfernsehen, da kommt dann irgendwas, was die Leute einsenden. So. Und dann läuft ihr um 3.15 Uhr, um 6.15 Uhr, um 13.10 Uhr, um 16.40 Uhr und so weiter auf Innovision. Die senden das ohne Ende, ich sag's euch. Immer wieder ein Schritt. Ja, aber ist gut. Erst nochmal danke auch für die Einladung überhaupt, ne? Sehr also, gerne. Schön, sehr dass gerne. Wir irgendwie da sind und hier spielen können und so. Klar, macht Spaß. Alright. Ich hau ab. Tschüss und ja. Am 4. November fand am Haver Camp in Münster die Create and Connect statt. Eine Musikmesse mit starkem Bezug auf die lokale Szene. Das Hauptaugenmerk der Messe lag dabei auf dem Vernetzen der Musikschaffenden und auf dem Vermitteln nützlicher Informationen. Auf die Beine gestellt wurde das Ganze von der Create Music NRW. Maximilian Zindel ist Projektleiter der Create Music und kann uns genaueres über sein Förderprojekt erzählen. Und darüber, was wir alles auf der Messe zu erwarten hatten. Create Music NRW ist ein Förderprojekt, das NRW-weit junge Bands und Nachwuchsmusikerinnen und Musiker unterstützen möchte, die im Pop-Bereich unterwegs sind. Das funktioniert zum einen durch eine Netzwerkarbeit. Wir möchten aufeinander aufmerksam machen und auf die Popmusik im Land, aber auch dadurch, dass wir Workshops anbieten zu ganz verschiedenen Themen oder auch eine Projektförderung im Geld sozusagen. Die Create and Connect, also die Veranstaltung, die heute hier stattfindet am Haverkamp, die vereint so unsere Schwerpunkte so ein bisschen miteinander. Es geht, wie der Name schon sagt, um Connecten, um Austausch, um das Netzwerk ganz stark und ganz weit vorne steht auch unser Workshop-Programm, das wir anbieten. Das sind Themen wie
Booking beispielsweise, Selbstmanagement für Bands, aber auch Konzertfotografie und so weiter. Also das ganze Spektrum, alle Themen, die eben junge Bands dann interessieren. Mit rund 14 Ausstellern, darunter verschiedenen Festivals wie das Detten Rockt, aber auch verschiedenen Handwerksberufen und Diskussionsforen, bot die Messe ein umfangreiches Programm an. Die Create & Connect gibt es nicht zum ersten Mal. Die Messe hatte sich bereits 2015 hier in Münster gemütlich gemacht. Allerdings konnte man sie dieses Mal nicht nur in Münster besuchen. Es haben sich gleich drei neue Standorte dazugesellt. Neben Münster konnte man die Messe nun auch in Moers, Unna und Bielefeld besuchen. Neben Create Music NRW waren Vertreter der lokalen Musikszene maßgeblich an der Gestaltung der Messe beteiligt. Hier in Münster war es beispielsweise das Münster Bandnetz. Sie betreiben eine Art Sammelstelle für Musiker und bieten Leuten auf ihrer Homepage die Möglichkeit, sich miteinander zu vernetzen. Das Ganze nun auch aus dem Netz in die echte Welt zu übertragen, ist ein großer Erfolg, findet zumindest Pascal vom Münster Bandnetz. Also das ist eine ganz wundervolle Sache, dass wir es schaffen, so eine große Messe hier an den Start zu bringen und so viel Workshop-Programm, Acts da zu haben, später auch noch Party-Veranstalter, die ihre Produkte präsentieren. Also das heißt, alle möglichen Musikszenen, Netzwerkpartner sind hier vor Ort und haben einen Stand und präsentieren sich. Und es ist super, dass man das Ganze halt auch mal aus dem Internet wieder rauskriegt, wo es dann irgendwann hingewandert ist und in die analoge, wirkliche Welt bringt, dass die Leute sich das halt mal anschauen können und wirklich netzwerken können vis-à-vis. Internet ist schön, aber so eine Veranstaltung dann irgendwann doch auch mal präsentieren zu können, ist natürlich umso besser für ein regionales Musiknetzwerk, eine ganz wundervolle Sache. Neben dem Workshop-Programm gab es am Abend auch noch einige Konzerte, was einigen der Künstlern auch nochmal die Chance gab, sich live zu beweisen. Und eine gelungene Abwechslung zum Workshop-Programm war es auch. Alles in allem bot die Create & Connect vielen Musikinteressierten ein breites Spektrum an Möglichkeiten an. Leider ist bis dato noch nicht bekannt, wann die nächste Messe stattfindet, geschweige denn, ob es überhaupt nochmal dazu kommt. Wir für unseren Teil hoffen es und freuen uns jetzt schon auf das nächste Mal. Never wanna go. And sing.
from the second sense to memory. From the very listening, I leave my thoughts in colorized dreams. It eats at the madness coming through my person's body to be. And the word's range seems to be like a bullseye.